Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted, A Thief's End. Ja, und ich habe euch in der letzten Folge, habe ich euch gesagt, dass es momentan bei PlayStation eben das Angebot gibt. Sprich, wer Uncharted, The Thief's End, schon für die PS4 sich gekauft hatte, der kriegt umsonst das Grafik-Update auf die PS5. Wer das noch nicht hatte, der kann sich für ein 20 einmal hier The Thief's End, also die Legacy Collection, ne? Und A Lost Legacy im Bundle dann quasi gönnen. So und grafisch, okay, ich sehe einen Unterschied, weil ich habe es jetzt einfach mal gemacht, ne? So. Und grafisch sehe ich schon einen Unterschied. Keinen allzu großen. War ja schon gut, die Grafik. Allerdings, Also, wie geht's dir so? Noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen Heidenspaß dabei. Ich auch. Coole Kamera gehabt. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Ja, und was ich gut fand, ich konnte natürlich den Speicherstand jetzt importieren. Ja, aber. Deswegen, ich hatte mir erst überlegt, nur wegen der Grafik wollte ich jetzt nicht den 20 ausgeben. Okay, Sekunde. Hey, hast du was gesehen? Alter, da unten waren wir schon, oder? Ja, ist auf jeden Fall ist zu weit weg. Da kommen wir nicht mehr hin. Oder gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, sich abzuseilen? Guck mal da. Mit. Ja. Verschissen, würde ich sagen. Kriegen wir nicht. Der Schatz ist flöten. Hätte ich mich noch genauer umgucken müssen. Bereit, Leute? Also wie gesagt, nur wegen der Grafik wollte ich den 20 nicht ausgeben. Allerdings fiel mir eben auf, dass ich keine Ahnung habe, was The Lost Legacy ist. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Und das Spiel kannte ich gar nicht. Ja, also hier den Teil, den habe ich vor Jahren, habe ich den einmal gezockt beim Kollegen. Hey, was sagst du zu der Zugbrücke, Nathan? Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel ein Piratenschatz? Vielleicht. Ja. Ah, Shoreline muss schon hier gewesen sein. Nimm mal mit. Mit dem gehört. Ganz genau. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Naja, gleich mal in den Cutscenes gucken, ob da noch was auffällt. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass sie das Pad gut integriert haben.
Klingt gut. Hey, sei vorsichtig, Junge. Ja. Die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Wer ist er denn da? Ui. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Okay, bin oben. Pass auf! Wie kommst du denn da schon hin? Damit du Bescheid weißt. Wie kommt er denn da schon hin? Ich denke. Sam, Initiallieferung! Au! Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, machen wir es gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Mach mal. Fahr Auto näher ran. Also wisst ihr Bescheid, ne? Also wer Uncharted noch gar nicht gespielt hat, dem kann ich jetzt empfehlen. Ist auf jeden Fall ein nice Game. Wie kriege ich denn die Brücke runter? Die, die Uncharted schon besitzen, okay. Die kriegen das Grafik-Update, kriegen sie umsonst. Toll! Komplett nutzlos gewesen, dass ich das Ding da weggeschossen habe. Wofür soll ich jetzt die Kiste benutzen? Um da oben dran zu kommen, wa? Naja, also jetzt spürt man das Humpeln hier mit dem... mit der Kiste über dem Boden, ne? Finde ich gut. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Fixscope. Junge! Na gut.
Wie kommen die denn hier rüber, du? Aber nirgendwo richtig Deckung. Er sieht aus wie mein Bruder. Ruhe da im Puff. Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Ja, das sagst du so. Mal runter mit der Brücke. Ist da noch was drin? Jo. Na, dann nehmen wir die noch. Alles gut, alles gut, alles gut. So, auf jeden Fall habe ich einen 20 für das Game ausgegeben. Denn jetzt habe ich Thief's End. Versuchen wir es nochmal. Auf PS5 Grafik. Ich habe Vibrationen in meinem Controller, was ich gut finde. Bitte. Und ich krieg The Lost Legacy. Ein Spiel, was ich noch gar nicht kenne. So, wenn das mal nix ist. Weißt du, können wir hier die Gepanzerten jetzt auch nehmen? Nicht wirklich, wa? Kein Zündschlüssel stecken gelassen. Ich weiß aber auch nicht, ob der Panzer jetzt so gut gewesen wäre da für die Brücke. Ja.
schwarzer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Wow, hey, hey! Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Also ich habe mir hier die die Grafik bei YouTube im direkten Vergleich angeguckt. Also haben sie einmal hier das Normale da gezeigt. Na, da oben, ne, wieder. Ich sehe mich mal um. Wie viel schuldest du also? Also einmal hier PS4-Grafik und dann die neue PS5-Grafik. Da war der Unterschied jetzt nicht so pralle, als dass ich gesagt hätte, yo, das lohnt. Da gebe ich ein 20 für aus. Aber nachdem ich eben... Mal los! Er hat sich geschleudert. Blöde ist Sully, ich muss ihn mit... Alter! Alter! Und Alter! Alter! Halt dich fest, Junge! Ich hab dich! Komm, komm! Ja, wolltest du nicht da hochklettern? Und ich dachte schon, der Stein ist scheiße, dachte ich. Bist du okay? Ging mir schon besser! Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Ja, das war doch lustig, oder? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Ich hatte alles unter Kontrolle. Das war in der Tat lustig. Und unerwartet. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Dass da keine Warnschilder sind, ne, bei solchen... Brücken und was das denn hier alles gibt. Ihr wollt unbedingt da hoch. Na gut. Hier können wir nicht rein. Du bist ja ein Blitzmerker, du. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Ja, Wunderbärchen. Ich habe aber da hinten mit Blitzeln sehen. Das Lootauge, ne?
Was haben wir denn hier? TNT, ohne Ende. Ja, also, ja doch. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja, auf geht's. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Ist schon ein Tacken schöner. Mhm. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Achtung! Sag doch Achtung! Hab ich gesagt, Sully, hab ich gesagt. Zu schade ist nur, das Angebot gilt nur bis zum 7.1. und ich weiß nicht, ob er das dann noch zu sehen bekommt. Oder beziehungsweise noch rechtzeitig hier die Info bekommt. Wäre ja kacke, wenn jetzt irgendeiner hier Bock kriegen würde auf... Da, guck mal. Ein Bierkrug. Ihnen steht viel auf dem Spiel. Habe ich hier was blitzeln sehen? Oder war das nur ein Grafikbug? Sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Ist das hier wieder eine Kampfarena oder was? Gefällt mir nicht. Blitzeln tut hier jedenfalls nichts. Dann ist es eine Kampfarena. Gut, dann sag mal her, was hast du denn da gefunden? Guck mal, ein Loch ist da oben in der Decke. Ah, sieht schon besser aus. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrell und das Richard Wand. Hm. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den armen Dismas genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja.
Okay, also wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! Na Scheiße! Mit den Marine! Ach so, das ist hier Kalle Beng, ne? Junge! Wer war das denn? Toll, meine Mune ist alle. Junge! Alter, was ist denn der Typ da oben? Ist der mit Granatwerfern? Zeig mal her. Okay. Waren das alle? Hoffen wir es. Bist du okay? Ja, ja. China Lake. Sam! Ja, hier drüben! Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Ja, da bin ich ja froh, dass ich den Magnum noch hatte. So, was willst du mir zeigen? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Ja, etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung.
sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Verzeihung. Das stammt aus Averys Zeit. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich gebe Ihnen 50. $400, und das ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Jetzt geht's los. Lass mich mal durch. Äpfel! Kauft frische Äpfel! Nur 1500 Ariari! C'est la dire à ton père. Ça fait longtemps que vous habitez à la belle. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Das wird schlimmer sein. Hör mal, ich will da nur durch. Erinnere mich nicht daran. Er dachte, ich will mich vordrängeln. Hier ist gar nichts. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Geld hat. Aha. Eine Kaffeetasse. Für mich sind das Schätze, aber ich wusste nicht, dass das für ihn auch welche sind. So, komm mal her, du hast den Vogel. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich? Deal. Hast du gesehen? So feierst man. Überhaupt nicht. Wenn du das sagst. Verzeihung. Aha, was ist das? Antiker Kompass. Für 300, Junge. Egal. Kleines Kerlchen. Jetzt dir. Er hat den König. Halt, der Turm. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schon gut. Niedlich. Ah, guck an. Er ist wieder da. Hätten wir, der beklaut mich? Kalle, hast du mich beklaut? Ich hau dir aufs Maul. Geile Ananas. Hey, nee, soll ich hier eins von denen kaufen? Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft.
Wir dürfen nicht. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Verzeihung. Abruti. Une recette traditionnelle malgache. Le poisson à la sauce tomate au trondo. Vous pouvez passer sous l'eau et le mettre au four. Mon verre. Je pense mal durch. Er hat recht. Das riecht gut. Was ist denn das? Vorsicht. Hühnchen in Bananenblättern. Ist das dasselbe? Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, na bitte? Verschlossen. Wir müssen irgendwie einschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sally. Ah. Hey, Sally. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, mal sehen, was wir hier haben. Wow, der ist ja viel besser im Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Ja, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Stimmt. Schon nice. Na, wollen wir wetten? Nicht so gut hier. Skorpion, Wassermann, Löwe und Stier. Jut, 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 jut. So, mir fällt gerade auf. Das ist eine Waage. Ich habe die Untertitel nie an. Das ist doch irgendwie, ne? Weil ich hatte auch so eine leichte Hoffnung. Dass sie den Sound mal ein bisschen verbessert hätten, aber... Gleich zurück! Ob ich hier auf
volle Lotte mache oder in China macht das Peng. Oh verdammt! Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Naja, und was mir gefallen hat bei The Lost Legacy, Mechanik und alles ist zwar ja, wo willst du denn hin? Da kommen wir doch her, oder nicht? Oder täusche ich mich? Ha. Ich bin verwirrt. Opa! Junge! Guck doch mal. Entspannt! Oh, 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 oh. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, finde ich fast auch, dass das viel zu knapp war. Alter, Junge, mach keinen Scheiß. Wo müssen wir denn? Pass auf deine Finger auf, Nate. Wollte ich dir Sorgen machen? Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? So, das ist der Löwe. Da müssen wir aber nicht hin. Hier, der Skorpion, der muss geläutet werden. Avery war bestimmt Skorpion. Ich auch, was soll das heißen? Okay, das war echt laut. Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Weißt du Bescheid? So. Und in der nächsten Folge schnappen wir uns den Wassermann. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.